Ja, aber finde ich spannend, dass du da so probierst, den Fokus anders zu legen, weil ich wollte eigentlich noch entgegnen, aber jetzt fand ich deinen Punkt schon sehr gut. Also sozusagen, wenn du da eintragst, eine Dreiviertelstunde Pause, arbeiten, eine Viertelstunde Pause, dann ist natürlich die Versuchung groß, naja, das bringe ich da jetzt schon noch rein, ups, sind nur mit 2 Minuten Pause übergeblieben, ja egal, dann mache ich gleich weiter. Also da wirklich diesen Fokus nicht aus den Augen zu verlieren, was jetzt wichtig dran ist, nämlich dass natürlich ist beides wichtig. Also es klar, du musst deine Arbeit und fertig, also musst, aber ich nehme an, du möchtest auch dort Ziele erreichen und Dinge, die du dir vornimmst, halt umsetzen. Und da eben dieser Nachhaltigkeitsgedanke dahinter, wenn du aber einfach ständig auf dich und deine Bedürfnisse, ich wollte es ein unschönes Wort sagen, also wenn du diese vernachlässigst, dann wird natürlich, wie immer, ja, das Leben dir irgendwann eine Überraschung präsentieren und halt irgendwie erklären, du, so geht's nicht auf Dauer. Schalt mal ein paar Gänge runter, ne? Und ich glaube, dass das schon ein sehr wesentlicher Punkt auf dieser Ecke ist. Ja? Also diese Dirk Kräuter sagt immer so schön, Arbeit und Leben. Ich glaube, das habe ich auch da schon ein, zwei Mal erwähnt. Also dieses man kann das eine nicht ohne das andere, ist, finde ich, ganz klar. Ne? Und zum Leben gehört Arbeit dazu, aber zur Arbeit gehört auch dazu, dass ich fit bin, dass ich erholt bin, dass ich dann eben in dem, was ich tue, schnell bin, weil ich eben frisch dabei bin. Und wenn ich mich halt sozusagen jeden Tag umbringe, weil ich einfach viel zu viel Arbeit, also quasi sowohl am Stück als auch in der Summe,